Aua, fick dich. Ich bin sogar eigentlich sicher, dass der vom Vulkan war. Ist der aufgefackelt oder was? Aber da war doch gar keine Lava. Na dran. Der Baum war ja eigentlich, der war neben dem Vulkan. Ich hab ihn aber auch schon gesehen, das weiß ich auch ganz genau. Hä, wo hab ich denn die Kabel? Oder bin ich gerade zu blöd und, aber... Bin ich bescheuert, ey. Der Baum ist blau, weißt, den kann ich doch nicht übersehen haben. Echt, da kriegst du das schon wieder an. Ach, hier hab ich das hingepackt. Ich hab grad gedacht, ey. Oh. In die eine Kiste kommen die ganzen, Ores erstmal rein. Würde ich sagen. Ores habe ich, schmeiß ich immer direkt in den Ofen. Ich meine, die Ingot, meine Fresse. Ich sag schon Ores, ey. Ja, aber ungefähr hier stand dieser, nee, da vorne stand dieser Scheißbaum. Wo ist, warum ist der nicht mehr da? Warum ist der weg? Keine Ahnung. Genau hier war der Baum. Das weiß ich. Ich weiß nicht, hatten wir nicht mehrere? Wir hatten doch ringsum Bäume davon stehen. Mindestens zwei. Das weiß ich jetzt ganz genau. Warte mal kurz. Wo bist denn du? Hinten beim Vulkan. Da, wo der eine stand. Und der andere stand, warte mal, der andere stand hier hinter irgendwo. Irgendwo da hinten irgendwie, keine Ahnung. Oh. Warte mal, ich habe hier mehrere. Ich habe gleich mal einen Abstecher an die Schlucht gemacht, habe da gleich Sachen gesehen. Nimm ich doch gleich das mal mit. Das ist nämlich das Gute, damit kannst du nämlich hier rumfliegen so. Guck mal eben kurz den Mining Turtle an, was denn da so abgeht bei dem. Meine Kiste gucken, was er da schon geliefert genau, hat. Ich weiß, das mache ich nämlich gerade. Ich bin ja gerade da. Die war voller Cobblestone. Ja, die da habe ich. Ah, ja, der Mining Turtle ist fertig. Soll ich ihn nochmal losschicken? Hier ist aber nur Gold, Iron und Redstone drin gewesen. Leider. Er hat 2000 Items gemeint. Lol. Ich mach jetzt mal mit Excavate 20, okay? Lol. Hier ist, wie heißen die Dinger nochmal, wo man zum End kommt? Boah. Ach du, naja, du weißt ja, was ich meine. Ich hab vergessen, Stronghold, genau. Genau. Das hier ist in einer Schlucht, in einer neu generierten Schlucht. Hier hinten beim Vulkan. Da ist ein Gang zum Stronghold. Okay, lol. In der neuen generierten Schlucht, hier baue ich nämlich schon die ganzen neuen Sachen ab. Das ist doch mal nice, ne? Ja. War da vorher auch hier direkt an der Schlucht. Ja, stimmt. Aber jetzt zwei Strongholds oder sind die verbunden? Ich weiß es nicht. Verbunden. Die sind bestimmt verbunden. Ich kann mir vorstellen, dass die nicht verbunden sind. Wir, ne, zwei Strongholds, gibt es überhaupt zwei? Kann man überhaupt zwei haben? Ja, das kann sein wegen dem neu generieren der Chunks. Da könnte der Fail passiert sein, dass wir zwei Strongholds haben, aber ich... Und dann am besten auch nebeneinander, das wäre richtig episch. Ja, das wäre eigentlich richtig lustig. So, ich habe jetzt mal die Dingsterbums da, die Mining Turtle auf 20 gestellt, also der excavated jetzt einfach mal da hinten auch weiter, ne? Ja. Ich mal sehen, ich glaube aber auf 20 sollte der nicht stehen bleiben, das wäre ja ziemlich dämlich. Hoffentlich. Ich hoffe auch, werden wir ja sehen. Also 50 bleibt auf jeden Fall immer stehen. 50 packt er nicht. Ich frag mich auch, warum nicht. Frag ich mich auch. Vielleicht wegen der... Nee, wegen oder der steht im Server. Ja, kann auch sein, weiß ich nicht. Wabba, das wollte ich gar nicht. Genau, ich wollte draußen gucken, ob da noch ein bisschen Wabba ist. Weil ich wollte jetzt langsam anfangen, einen HV-Transformer unten. Also ich mach das so, ich baue die ganzen Transformator unten hin, ne? So dass oben, also dass wir dann einfach nur noch ein Copper Cable, sag ich schon, ein Oh, mein Jetpack ist bald der, ich mach bald einen Abgang. Ein Kabel nach oben packen müssen, das halt die, wie heißt denn das? Wo halt dann die bla 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 Patrick, jetzt
genau, wo halt die Low Voltage gleich ankommt für die Geräte, die dann oben stehen werden. Also es werden dann so wie dieser Electric Furnace und sowas und dieser Heat-Dings-da-Bums da sein und die brauchen halt alle Low Voltage und unten in den Keller werden wir dann diese Dia-Maschine bauen, wenn wir mehr Energie haben und genug dafür und so. Ja. Und auch genug Sachen dafür. Brauchen wir aber übertrieben viel Energie. Ja, deswegen, also da müssen wir echt gucken, dass wir zumindest zwei von den Teilen haben und dass wir auch genug Energie schon gespeichert haben und so. Dass wir die Teile dann auch ab und an mal abstecken und dass wir halt dann erstmal wieder Energie speichern lassen und sowas. Ich muss gleich zurücklaufen. Mein Jetpack ist hier im Moment leer. Okay. So, ist hier noch Wabba an diesem Baum hier? Ah, hier. Ach, geil, hier kommen schon mehr Zeppelins, ey Gott, das ist so geil, ne? Ich liebe Vize-Beast einfach nur. Ich liebe ja. Vize-Beast Light. Vize-Beast Light ist so nice. Also es macht echt Spaß, Vize-Beast Light zu spielen, muss ich schon sagen. Okay, ich habe jetzt keine von diesem Tree-Dinger-Bumster da mehr. Dann mache ich jetzt hier erstmal, okay, gut. Habe ich noch ein Setzding? Ja, habe ich. Gut, den packe ich dann jetzt einfach mal hier hin und lasse den hier wachsen. Wo ich gerade bin, war gestern noch der andere Vulkan. Okay. Oder dieser flache Vulkan, da weiß er, was ich meine. Ja, der hat ja vorhin... Wo du die Bäume gefunden hast. Ja, der hat, glaube ich, vorhin die Welt nochmal neu generiert. Keine Ahnung, werden wir alles nochmal sehen. Nee, den Schrank hat mal gelöscht, das ist... Ach so, stimmt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Wurde alles gelöscht, deswegen. Ja, ich habe ja in MC Edit einfach alles gelöscht, was ging. Ja, hat nur das, was wir bei unserem Haus hatten, also alles, was wir da gebaut hatten, behalten und alles andere hat er gelöscht. Ja. Ich meine, wofür braucht man das auch noch? Ja. Wir hatten da eh nichts gebaut, also komm. Kannst auch direkt so gut löschen. Eigentlich schon. So, jetzt. Guck mal, da sind auch noch welche von den Bäumen. HV-Transformer. Nur noch mal ein paar von den Bäumen mit, ne? Mhm. Diesen Wabba-Bäumen, keine Ahnung, wie die heißen. Ach, das habe ich ja schon. Dann mache ich das hier schon mal einmal fertig. Dann brauche ich hier die, brauche ich. Ach, fuck. Was brauche ich denn dafür noch für den Medium Voltage? Und einen Maschinenblock. Okay, Refine Iron. Brauche ich. Fine Iron. Okay, ich habe schon zwei Sticky Wisen durch den einen Baum. Ach so, hast du dir auch eine Tree-Dingster-Wuster gemacht? Ich baue die Bäume ab. Welche draußen bei uns? Nö, die hier hinten. Ach so, gut, ich habe gerade schon gedacht, ey. Ja, bei uns die baue ich nicht ab. Draußen bei uns. Ich habe hier hinten nur noch welche gefunden und dann dachte ich, nehme ich die doch einfach gleich mit. Ja, bei uns draußen ist es jetzt so, dass man, ich mache da gleich zwei von. Ich baue da eh keine zwei Sesslinge. Von. So, warte. Also, das ist nur Eisen. Maschinenblock. So, dann mache ich noch einen zweiten Medium Voltage Transformer. Dann brauche ich das Ding noch. Also brauche ich nochmal einen Diamant zum Verkloppen. Nicht so, dass wir gerade voll viele Diamanten wegschmeißen. Also wegkloppen. So. Aber ist halt so, dass man. Da ist mein Jetpack leer. Scheiße. Ist halt so, dass man den Vize-Beast so viel Diamanten weghaut. Weiß ja, wie ich das meine. Ja. Ausgibt. Ja, ausgibt. Ist halt einfach so. Warte, das war das falsche Eisen. Da habe ich jetzt alles dafür. Die brauche ich noch. Okay. Gut, dafür brauche ich mehr Wabba. Holen wir mal einmal ein bisschen Wabba hier raus. Okay, ich habe 13 Wabba. Ich glaube, das wird nicht so reichen. Ich glaube, ein High-Voltage-Transformer kann ich doch noch nicht so bauen. Ich habe noch ein bisschen Stick-Wisen. Ja, weil das ist halt alles so ein bisschen... Oh Gott, da muss ich so viel... Warte mal, davon brauche ich... Ich brauche nur 3. Ich brauche davon 2. Dann brauche ich hiervon 1. Also 2. Warte mal, dann mache ich hier einmal den. Dann den dahin, so. Gut, dann muss ich das hier einmal so, zack. Ne, warte, da brauche ich ja 2 von, zack. Dann kommt das hier hin, 2 davon, so, zack. Ah, ich glaube, jetzt bin ich fertig. Jetzt kann ich den auch machen.
Warte mal, wie ging es denn jetzt weiter? Ach genau, da musste der hin und da musste der hin. Und schon haben wir unseren HV-Transformer. Unten habe ich noch, also dann habe ich einen Low-Voltage-Transformer, brauche ich noch. LV... Transformer, wo habe ich den denn hier? LV... Da. Copper, zwei Copper Cable und zwei Copper Cable habe ich noch. Copper kann ich holen. Ach Justin, du bist auch schon wieder da. Ja, ich rufe noch mal ein bisschen Rubber, also Sticky Rising Dings da rein. Ja, aber Rubber habe ich jetzt eigentlich genug jetzt erstmal. Also ich konnte jetzt alle drei Transformatoren bauen. Muss die jetzt unten gleich nur noch richtig verkabeln. Also kann die jetzt alle bauen und dann hat sich das jetzt schon mal mit den Transformatoren erledigt. Aber Rubber brauchen wir ja für allen möglichen Scheiß. Also ich habe jetzt einen MV-Transformer. Warte mal, wo habe ich denn die Kabel hingepackt? Die Glasfaserkabel, die liegen bestimmt da hinten, ne? Ich muss erstmal in einen anderen Keller. Ich muss sofort mein Jetpack aufladen, das ist nämlich leer. Ach so, ja. Ich muss jetzt auch in den anderen Keller. Kann ich mal das Jetpack ausziehen? Aua, fick dich. Ach scheiße, pass auf, ich hab wenig Leben. Dann ess was. Ja, ich war voll gefressen. Es hat halt einfach nur nicht regeneriert gerade. So, also ich war fast voll gefressen. So, dein Ding ist ja auch fast voll, jetzt voll, so. Dann mache ich das so, dass man hier noch ein paar MFEs zwischenbauen kann. So, und fang dann hier an mit dem HV-Transformer. Warum muss ich den denn nochmal hinsetzen? So, gut, genau. Dann kommt hier der MV-Transformer und hier der Low-Voltage-Transformer. So, das sind jetzt die drei Transformatoren. Und hier kommt die Energie an, die wir für zum Beispiel für den Electric Furnace brauchen. Den kann ich ja gleich mal machen und einmal probieren, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, wa? Soll ich diesen elektrischen Ofen machen? Ja, ne? Ach so, meinst du den, der halt über... Also der immer schneller wird? Den kann ich auch machen. Wie hieß denn der? Weißt du das noch? Ich dachte, das ist der. Nee, es gibt einmal einen Electric Furnace und, ein... Induction Furnace. Induction Furnace hieß der? Weiß ich nicht. Ich gucke gerade, ich habe einfach Furnace angegeben. Oder Powered Furnace geht auch. Könnte auch sein. Furnace. Ich glaube, Induction Furnace war das. Oh. Dafür brauchen wir Mixed Metal. Ja, ich mache erstmal einen Electric Furnace. Der also ist. Find Iron, Bronze und Tin Bronze. Ja, der oder? Electric Furnace ist einfach so wie der normale Ofen halt. Bloß mit Energie. Und das ist eigentlich besser, weil dann verkloppen wir nicht die ganze Kohle. So. Ja, wofür willst du die Kohle sonst verwenden? Da kann man. Ich weiß noch nicht, da muss ich mich auch nochmal schlau machen. Das ist halt. Da will ich eigentlich Diamanten draus machen. Ich weiß halt nicht so genau jetzt gerade im Moment, wie das geht. Da muss ich mich halt, also müssen wir uns mal wieder einlesen, wie du weißt. Ja. Muss man halt mal gucken, wie das funktioniert. Ich weiß halt nicht so genau gerade. So, Tin-Ohr, Gold-Ohr. Man sieht mein Jetpack ja gar nicht wegen meinem Optifine-Cape. Eisen-Ohr. Warte, zeigt hier... Ja. Videos. Achso, ja stimmt, ich habe ja hier auch mal... Wo ist denn das? Wo kann ich denn das Cape ausmachen? Bei Option Multiplayer Einstellung und Showcam. Ja, genau. Ich gehe mal eben nochmal draußen hin und mach mal ein paar Tweets.
Das ist mein schönes Jetpack. Hui. Oh, ich mach gleich 3 von den Teilen. Ich gehe mal eben kurz raus und tu noch ein bisschen Wabba, weil ich will ja einmal den Electric Furnace machen und mal ein bisschen ausprobieren mit unserer Energie. Und den baue ich dann einfach nachher ab und der soll hier hin, Justin, ne? Hui. Oder wollen wir unsere ganzen Gerätschaften hier in die Küche bauen? Keine Ahnung. Also zumindest ein paar und sonst bauen wir dann noch einen extra Raum. Ach ja, was ich mir überlegt hatte, dieses Zauberding, ich dachte, das können wir vielleicht aufs Dach hier bauen.